Ja, mir tut Sebastian Vettel ja nur noch leid bei Ferrari. Mittlerweile würde ich fast sagen, Mensch, Junge, lass es einfach sein. Es bringt ja eh nichts. Also du quälst dich nur noch. Ich habe auch wirklich nicht mehr das Gefühl, dass das Team sich total für ihn interessiert. Also da ist das Tischtuch komplett zerrissen. Ja, das ist mir deswegen aufgefallen, als ich gesagt habe, das war eigentlich, bei Vettel gibt es eigentlich keine Probleme, das läuft alles rund. Und mit dem Startplatz konnte man das ja wirklich nicht behaupten. Das heißt, sie haben es eigentlich aufgegeben mit ihm. Ja, ich glaube nicht, dass sie ihn absichtlich benachteiligen, aber sie haben einfach irgendwie eingesehen, dass sie ihn nicht nach vorne bringen. Und wir haben in der Schweiz ja einen Motorradrennfahrer, der das gleiche Problem hat. Das ist der Tom Lüthi, der fährt den Motor zu und er hat kein Vertrauen in das Motorrad. Und ich glaube, dieses Jahr war ein fünfter Platz, glaube ich, war das Beste, was er bisher herausgefahren hat. Und der Kerl fuhr sonst immer um den Sieg mit, nur weil er kein Vertrauen hat. Das ist Parallelen, die wirklich ganz deutlich sind. Also bei Vettel ist einfach dieses Auto, das jetzt mehr und mehr zum Leclerc-Auto wird. Weil eben der ja auch wie den Max Verstappen damit klarkommt und damit schnell ist. Also baut man natürlich, wenn wir jetzt die Neuerungen, die sie bringen, machen das Auto offensichtlich noch schlimmer für Sebastian Vettel. Aber dass er jetzt die Saison durchsteht, das zeugt ja auch von Größe, dass er nicht das Handtuch schmeißt. Finde ich ja stark von ihm. Ja, absolut. Alle haben ja die Hoffnung, dass es bei Aston Martin besser läuft. Hast du die auch? Also ich meine, es erwartet ihn ein ausbalancierteres Auto. Das könnte durchaus besser funktionieren, aber am Ende des Tages sitzt da ein Lance Stroll neben ihm, im Auto, der nun mal Papas Sohn ist. Und Papa hat viel Geld. Nein, aber die haben jetzt einen vierfachen Weltmeister eingekauft und zahlen ja richtig Geld dafür. Also werden sie alles tun, um dem das Auto hinzustellen, das er haben möchte. Das macht der Ferrari nicht mehr, seit der Leclerc da ist, weil sie einfach gesehen haben, da gibt es jemand, der ist unsere Zukunft. Und wollte ich gerade sagen, bei Racing Point, aber nächstes Jahr ist es ja Aston Martin, wird es so sein, dass die voll auf den Vettel bauen und auf seine Wünsche eingehen werden. Und ich glaube aber schon von der Basis her, weil wir ja nächstes Jahr mit den gleichen Autos mehr oder weniger weiterfahren, ist ja der Racing Point ein gutmütiges Auto, weil auch ein Stroll damit schnell fahren kann. Der Stroll ist sicherlich, der könnte wahrscheinlich auch mit dem Red Bull wahrscheinlich auch nicht besonders glänzen. Aber mit dem Auto kann es. Und hat ja ein paar Mal den Perez sogar geschlagen. Also das heißt ja was. Aber das glaube ich auch, das ist, weil das Auto relativ einfach zu fahren ist. Das ist wahrscheinlich eben halt wie ein Mercedes zu fahren, wo wahrscheinlich auch viele andere noch schnell sein würden. Glaubst du, es wäre eine besondere Genugtuung, mal was ganz Wildes, wenn er in Australien oder wo auch immer die Saison nächstes Jahr gestartet wird und Aston Martin plötzlich aufs Podium fährt direkt? Ich würde es ihm zutrauen. Also wenn das Auto das macht, was er will, ist er ja einer, der das dann auch umsetzt. Er weiß, wie man Rennen gewinnt und er weiß, wie man das nach Hause bringt. Also das hat er ja nicht verlernt, auch wenn er jetzt durch das Tief durchgeht. Das stärkt ihn ja schlussendlich nur. Wenn es dann wieder besser läuft, dann weiß er, dass die ganzen schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat, helfen ihm vielleicht sogar dabei. Gleich geht's weiter mit dem Interview mit Marc. Aber vorher noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere diesen Channel und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du keins unserer neuen Videos mehr. Vor der Saison haben wir darüber gesprochen, wer Best of the Rest wird. Und da gingen wir aber davon aus, dass die ersten drei Mercedes, Red Bull und Ferrari heißen würden und Platz 4 Best of the Rest wäre. Jetzt ist Platz 3 Best of the Rest und Ferrari ist nicht dabei, sondern Racing Point, Renault und McLaren. Es ist sehr eng um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung. Wer glaubst du, wird diesen Dreikampf für sich entscheiden? Man muss immer anschauen, wer die beste Steigerung hat im Verlauf des Jahres. Und da gewinnt eindeutig Renault. Ich habe das Gefühl, seit dieser Part 3 da gelandet ist, geht es aufwärts. Das ist vielleicht auch so einer, der einfach weiß, in welche Richtung oder wie man die Leute in die richtige Richtung führt. Es ist nur, vielleicht ist es auch nur Zufall, aber trotzdem, dieser Part 3 kam zu dieser Truppe dazu und seither geht es aufwärts.
erst hatten sie ein Auto, das nur auf schnellen Strecken ging und jetzt plötzlich geht es auf den anderen Strecken. Das heißt, irgendjemand arbeitet hier in die richtige Richtung. Und wie gesagt, der Neuzugang war der Pat Frey. Es sind sicherlich auch noch andere Leute gekommen, von denen ich nichts weiß. Aber das fällt schon auf. Das heißt, die arbeiten in die richtige Richtung. Und das ist immer eine Tendenz, wo man ganz klar sagen kann, wenn einer eine Steigerung hat im Laufe des Jahres, dann hat er auch die besten Chancen, das bis zum Ende noch fortzusetzen. Das ist eigentlich ganz interessant, ne? Wenn wir auf der einen Seite haben wir Racing Point, der pinke Mercedes, von dem alle gedacht haben, wow, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Im Grunde genommen finde ich, aber es ist eine recht stagnierende Saison bei denen. Also da geht es nicht hoch, nicht runter. Es ist irgendwie immer ein Niveau. Dann McLaren, richtig stark angefangen in Österreich. Lando Norris aufs Podium. Alle dachten, boah geil, die Entwicklung geht weiter. Aber ein paar Updates haben nicht wirklich gefruchtet. Es ging immer weiter runter. Es viele technische Probleme, aber auch die Fahrer hatten hin und wieder mal ein paar Probleme. Ja, und Renault, du hast es gesagt, und wir haben uns so oft über sie lustig gemacht im letzten Jahr. Christian muss ja immer noch ins Fahrerlager mit seinem T-Shirt, was er in der Wette verloren hat. Da freue ich mich ja nach wie vor drauf. Aber das überrascht mich einfach. Also bist du auch überrascht von genau dieser Dreierstaffelung, die ich gerade aufgezählt habe? Na, also ich bin überrascht, dass Renault jetzt plötzlich den Weg gefunden hat. Und da eben haben wir Gedanken gemacht, warum das wohl so ist. Also Pat Frey ist der Einzige, der mir dazu einfällt. Während der Racing Point natürlich als Mercedes-Kopie auf Anhieb ein gutes Auto war, ganz klar. Nur, alle entwickeln ja weiter. Und da tut sich offensichtlich Racing Point ein bisschen schwerer, dass sie jetzt noch große Fortschritte machen können mit dem Auto. Zudem haben sie ein paar Mal strategisch Fehler gemacht, wie jetzt auch wieder. Dass man sagen kann, sie müssen vielleicht auf dem Niveau noch ein bisschen lernen, wenn sie auf dem Niveau fahren wollen, da vorne. Und bei McLaren war es eigentlich so, dass die aus dem Nichts kamen. Dürfen nicht vergessen, die waren ja vor 2 Jahren waren die ja noch weg. Und die haben sich extrem gesteigert, dass es jetzt irgendwo ansteht und man sagt, jetzt brauchen wir vielleicht ein neues Auto oder jetzt vielleicht auch schon im Hinblick aufs nächste Jahr mehr Richtung mit Mercedes-Motor an den Umbau denkt und nicht mehr so konzentriert am jetzigen Auto arbeitet. Es ist mir auch aufgefallen, dass diese neuen Teile, diese kommen eigentlich nie wirklich ein Riesenschritt waren. Wobei ein Riesenschritt kann man ja, wenn man ein gutes Auto hat, gar nicht machen, muss man ja auch sagen. Also vielleicht hat man einfach zu viel erwartet. Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, das ist ja die sagenumwobene Kolumne des Christian Immervoll, sorgt immer für sehr, sehr viel Diskussionsstoff, sowohl auf seiner Facebook-Seite Formel 1 Insight mit Christian Immervoll, als auch bei Twitter, überall. Und viele lesen sie auch und wir wissen auch, dass viele sie lesen, auch im Formel 1-Zirkus. Daniel Ricciardo hat er schlecht schlafen lassen, weil der junge Mann nächstes Jahr zu McLaren wechselt. Während Renault auf dem aufsteigenden Ast ist, begibt er sich eigentlich in eine große Unsicherheit. Denn bei McLaren muss natürlich viel am Auto passieren. Da muss ein Mercedes-Motor rein, der ist anders als der Renault-Motor. Also da wird noch Entwicklungsarbeit nötig sein. Siehst du das ähnlich wie Christian, dass er das vielleicht sogar ein Stück weit bereut, jetzt zu wechseln? Ich meine, das Gleiche haben wir schon über Carlos Sainz und Ferrari gesagt. Ja, natürlich, die Entscheidung hatte ja da gefällt, als sie noch Probleme hatten. Dass so eine Steigerung kommt, das konnte er ja nicht wissen. Jetzt wird er wahrscheinlich sich zweimal überlegen zu wechseln. Auf der anderen Seite, er hat in dieses Team gewechselt, hat sehr große Hoffnung gehabt, dass die eben, wie sie auch geplant hatten, sie wollten ja dieses Jahr schon um die Weltmeisterschaft mitfahren, ja, wenn wir zurückdenken, was sie da angekündigt haben. Und dass du, wenn du in so ein Team gehst und sagst, ich gehe jetzt mit denen hoch, ja, und kämpfe dann irgendwann um die Weltmeisterschaft, das ist nicht passiert, im Gegenteil, sie haben eher Rückschritte gemacht und dass er dann natürlich sich umschaut, wo es eine bessere Möglichkeit gibt. Und McLaren, muss ich sagen, die haben schon beeindruckt, wie sie sich die letzten Jahre gesteigert haben, dass es jetzt ein bisschen ansteht, ob das wirklich so entscheidend ist, bin ich nicht sicher, weil Wenn ich ehrlich bin, Ricciardo schätze ich schon höher ein als die Fahrer, die sie jetzt bei McLaren haben.